kann man die verschieben? Auf einmal. Oder konnte man das auch schon vorher? Ja, okay, ich gebe zu, ich hab das wahrscheinlich da, glaube ich, nicht versucht. Da muss man wirklich mit allem interagieren hier. Also, hier. Oh nein! Was soll ich das wissen, was jetzt wieder für eine Zahl hin soll? Das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Deswegen. Warte mal. Okay. Ja, weil ich habe hier so ein Lösungsheftchen. Nein! Damit habe ich nicht gerechnet, verdammt. So ein kleines Lösungsheftchen. Weil, ganz ehrlich, wie man auf die Zahlen da kommen soll, da weiß ich ja vorne und hinten nicht. Ja, wie gesagt, zumindest was die Zahlen angeht. Keine Ahnung, vielleicht. Ja, vielleicht wäre hier ein Hinweis oder steht die Zahl drauf, aber ich weiß halt einfach nicht, wie man das da runterbekommen soll. Also manche Rätsel sind mir doch ein bisschen undurchsichtig. Hier das mit dem Schraubenzieher, okay, ne? Aber sonst. Vor allem diese komischen Zahlenrätsel, da habe ich ja. Oder generell die Codes, da habe ich ja absolut sowas keine Ahnung, wie man drauf kommen soll. Deswegen habe ich hier zumindest die Zahlen als Lösungen immer stehen. Für den Fall, dass ich das nicht herausfinden kann. Annex Key. Hä? Oh, was? Bitte was? Warum hast du vorher lange Haare und warum kommst du aus dem Schrank da raus? Sind wir immer verstörter hier? Oh, nicht mal bis hierhin kommst. Okay, habe ich auch nichts gegen. Man das irgendwie darunter bekommt, das glitzernde Ding vom Schrank, und dann kann man anhand dessen irgendwie den Code herausfinden, aber sonst hätte ich ja keine Ahnung, ne? Weiß ich auch gerade echt nicht, wie man da drauf kommen sollte. Oh, sieht aus, als wäre es Out of Fluid, ja, ganz toll. Oh ne, komm. Ey, also jetzt reicht's aber hier. Einfach. Das ist ein Bodenspann. Ja, natürlich, die Tür ist verlockend. Mann. Warum kracht denn jetzt so für den Boden ein oder wo ist das? Ey, Mann! Oh. Ey, hier muss man echt alle zwei Schritte speichern, habe ich das Gefühl. Kann doch nie wahr sein. Ach, da geht's auch noch weiter. Scheiße. Ah ja. Mhm. Okay. Wie schön, dass der Protagonist da auch immer schon viel zu sagt. Wow. Er sagt mal was dazu. Er kann mit etwas interagieren. B-Button? Wenn ich B drücke, passiert nichts. Wenn ich 0 drücke, passiert auch nichts. Nur wenn ich X drücke, geht zurück. Okay. Und die nimmt er jetzt, oder was? Check den Typen mal weniger. Was soll das? Ja, dann Burn halt.
Naja, da war ja. Ja, toll. Da lasse ich den Schalter natürlich an, das war klar. Lightbulb? Das Item Light. Ah. Naja, gut, aber da kann ich, glaube ich, nichts mehr machen, soweit. Eine Glühlampe. Boah, nee. Also hiervon reicht's aber, ja. Ich glaube. Das war mal ein cooler Effekt mit Blitz. Kommt der einfach aus dem Kamin rausgekrochen? Jetzt ist er wahrscheinlich nutzlos. Da ist ein Feuerplatz. Dann Burner halt. Ja. Ja, toll. Nein, du. Ach. Doll. Und jetzt Leiter. It won't light, ja, noch besser. Naja, immerhin ist das realistisch, ne? Jetzt, wo das Fluid nicht mehr da ist. Kann ich den Kaffee da trinken? Nee, kann ich nicht. Ach so ist das. Aha, ein weißes Bild. Ah ja, ich weiß schon. Da muss ich mal nochmal raus. Da muss ich wahrscheinlich das da hinschieben, dass ich dann auch da das Loch kann. Genau. Ah, sehr geil. Leiterfluid. Ich bitte drum. Sehr schön. Dann können wir jetzt auch so auf jeden Fall wieder weiter. Das war zum Beispiel hier einmal die Doll und dann noch erstmal speichern wieder und dann noch Leiter. Ja. So, Puppe ist verbrannt. Und jetzt? Ach so. Roter Stein. Roter Stein leuchtet rot. Mal. Ist jetzt nur eine Idee, aber wäre ein bisschen komisch gewesen. So, jetzt kann ich hier auch wieder das Leiter benutzen. Oh, du bist es, Bärenbro. Bitte, jag mir doch keine Angst ein. Ha. Herr Keshi, du bist okay. Ja, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich vom Monster gefangen werde. Es gibt. Ja, man kann hier nie voraus. Wenn ich nur nicht vorgeschlagen hätte, dass wir hier hinkommen, würde ich nicht in dieser misslichen Lage stecken. Es ist alles meine Schuld. Ah! Takeshis Castle. Naja, gut. Aber das ist total creepy, der Typ, dass sich einfach im Dunkeln hier rumsteht. Oh, hä, was? Ach, das ist ja interessant. Kann ich hier einfach auch verschieben? So, sehr schön. Dass ich die Statue verschieben kann, das muss auch eine höhere Bedeutung haben. Ist aber nicht welche. Rein theoretisch könnte ich mich doch softlocken, oder? Oh, nee. Okay, interessant.
Ach so, ja, da war ja was. Aber jetzt, warum hat das Ding denn manchmal diese lange Haare und manchmal nicht? Oder sind das zwei verschiedene und das ist immer random, wann die kommen? So, auf jeden Fall sind wir hier schon mal entkommen. Naja, aber hier gibt's ja sowieso nichts. Muss ich jetzt vielleicht diese Statue da reinschieben? Ich will jetzt mal was versuchen. Erstmal speichern auf jeden Fall. Okay, Treppe geht's ja schon mal nicht. Vermute ich jetzt einfach mal. Schade. Ich wüsste nicht, wo ich hier sonst. Vielleicht an den Ausgang, aber auch da wüsste ich nicht warum. Aber ich versuche es einfach mal. Tatsächlich. Warum auch immer. Okay. Blauer Stein. Ja, okay, das ist schon cool gemacht. Aber ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Naja. Bloß nichts hinterfragen. Und jetzt? Naja, hier sind Puppen, aber kann ich die etwa auch verbrennen? Warte mal. Da ist einfach nichts. Warte mal, das hat die. Okay, vielleicht müssen wir da hier was reintun. Ah! Okay, den roten Stein da reingetan. Noch den blauen dann. Ja. Ja. Okay. Und den Puppenkopf. Einfach jetzt. Mit einem roten. Ja, aber. Hä? Was soll ich. Ah, nee, dann weiß ich doch. Halt, warte. Oh. Takeshi ist hier, um abzuhängen. Und jetzt sagt er einfach nicht zu. Das gibt's doch gar nicht. Der Stuhl. Achso, den hat er benutzt, um sich aufzuhängen. Aber ey, das ist doch. Nicht mal, wo er reinkommt, ne? Und oh mein Gott, Takeshi. Nö, der kommt einfach rein, sieht das und. Ja, nimmt das einfach so hin, ne? Deswegen meine ich da. Irgendwie fehlt doch total die Persönlichkeit von den Protagonisten. So. Ja, ich weiß halt nie, wie man auf die Zahlen kommen soll. Da muss ich halt wieder gucken. Okay, ich habe jetzt herausgefunden, also man kann den Stuhl auch von diesem Raum aus da wohl in den anderen Raum verschieben. Ja, das habe ich halt nicht in Betracht gezogen, ne? Dass man Stühle quasi in andere Räume reinschieben kann. Naja, und so kommt man dann bestimmt auch da dran. Ja. Basement Jail Key. Okay, also dann gab's ja, dann war das ja doch nicht der Hinweis für den Tresor. Ich habe echt keine Ahnung, wie man verdammt nochmal auf die Zahlen kommen soll. Tut mir leid. Ich habe absolut keine Ahnung. Also die Zahl scheint ja komischerweise doch nicht richtig gewesen zu sein, die ich da eingegeben habe gerade. Deswegen gucke ich jetzt mal hier weiter. Ja, genau, erstmal das anmachen. Okay, das wäre dann wahrscheinlich einfach der Hinweis gewesen. Aber ich. Was soll das denn bitte für Zahlen sein? Die Zahl, die war ja vorhin 5, 3, 7, 6. Das ist wahrscheinlich irgendwie so, keine Ahnung. Ist das vielleicht japanisch? Ja, sind das japanische Zahlen und ich kann die nicht entziffern und deswegen komme ich da nicht weiter? Das wäre noch so meine einzige Erklärung. Ich meine, ich habe ja eine Liste hier mit den ganzen Lösungszahlen, aber ich weiß nicht, warum die eine Zahl, die jetzt hier steht, nicht angenommen wird. Weil da stand 528 bei dem einen Tresor jetzt hier. Wo war der denn nochmal, Mensch? Kann doch nicht wahr sein.
Hä, warte mal. Warum steht da auf einmal was? Da war doch vorhin ein weißes Bild. Warum steht da jetzt auch eine Zahl? 361. Okay, dann ist das wohl die Lösung. Dann ist das wohl wahrscheinlich eine Zahl, die immer unterschiedlich ist. 361. Zumindest können wir dann so weiterkommen. Wenn ich nur wüsste, wo das jetzt war. 361. Ah ja. Okay, das sind Zahlen, die kann man auf jeden Fall lesen. Und so kann man auch weiterkommen. Basement Key. Ja, ist okay, sag auch nichts dazu, ne? Das, nimm das einfach so hin, dass Takeshis Castle tot ist. Was? Oh mein Gott. Warte. Warte, gilt nicht. Moment, also. Moment. Warte mal. Erstmal 361. So, Basement Key gefunden. Der fällt jetzt runter. Ich hau erstmal ab. Oh, ich bin so ein Idiot. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Mann, ey. Wenn die Finger zu nervös sind. So ein Kack. Boah! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich mal irgendwie drauf springt. Scheiße. Ist das eigentlich ausgekochtes Luder? Hinter den Gittern ist man immer sehr sicher, das wissen wir ja schon. Man darf halt nur nicht vor Schreck oder für eine Nervosität zwei Minuten lang. Was? Ach, der macht das auf, das gibt's doch gar nicht. Ey, was ist das denn für einer? Der kann doch nicht wahr sein. Der war clever genug, mein Gitter aufzumachen. Okay, das macht mir jetzt Angst. Aber es gibt ja etwas, was ich wissen muss. Er hatte nämlich interessanterweise dieselbe Frisur wie der Takeshi, der ja gerade tot von der Decke fiel, als er sie aufgehangen hat. Und es gibt ja etwas, was ich wissen muss. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das bedeutet, wenn Leute in dem Haus sterben, verwandeln sie sich dann auch in diese Dinger. Oh mein Gott, dann ist das wohl eine Art Fluch oder so. Aber die Frage ist, warum wollen die mich dann wiederum töten? Was habe ich jetzt nochmal? Den Basement Key. Also irgendeine Tür kann ich damit jetzt wieder aufmachen. Oh nein, und die eine, die dann getötet wurde, das war dann wohl die andere, ne? Die da vorhin getötet wurde von dem einen Ding. Ich höre schwere Atemgeräusche. Oh nein. Ein dunkles Labyrinth. Picture Book. Ein Bilderbuch. Warte mal. Ja. Aha. Alles voller Quadrate. Bookmark. Achso, das Kinderbuch habe ich jetzt weggeworfen. Okay. Ach, interessant. Okay, schon mal gut, dass man hier so Licht ins Dunkel bringen kann. Das war das natürlich jetzt um einiges angenehmer. Warum ist hier alles so grau und grau? Roter Schlüssel. Leuchtet rot. Ist locked. Woher soll ich
soll ich das jetzt wieder wissen? Oh, das kann man aber herausfinden. Warte mal. Wir haben einmal Rot, Grün, Weiß und Blau. Und ich vermute, da muss man wahrscheinlich die Dinger von dem Lesezeichen da zählen. Wir haben 1, 2 mal Blau. Wir haben einmal Rot, wir haben zweimal Grün und, zweimal Weiß. Warte, dann würde das doch bedeuten 1, 2, 2, 2. Ne, genau. So verstehe ich das jedenfalls. So, also 1, 2, 2, 2. Ah, warum stimmt das denn nicht? Für mich... Also für... Auf mich wirkt es halt so, dass man einfach diese Dinger zählen soll. Diese... Ja klar, 1, 2, 2, 2 wäre schon relativ simpel für einen Code, aber trotzdem... Meine... Was soll man denn da sonst eingeben? Oder muss man da irgendwie was anderes noch berücksichtigen? Aber wenn ja, dann wüsste ich nicht was. Oder habe ich mich da irgendwo... Aber nee, ich sehe da... Also für mich zählen halt die Anzahl der Klecks einfach. Warte mal. 1, 2... Ne, warte mal, was steht da nochmal in der Lösung? Sollen wir selber schauen. Steht 1, 2, 3, 7. Warum? Ich verstehe das nicht. Weil das sieht für mich einfach so aus, so, ne? Das sind ja genau die Farben, die an der Tür sind. Hä? Wie kommen wir denn auf 1, 2, 3 und 7? Ich muss das versuchen nachzuvollziehen. Also 1 und 2, das ist nur irgendwo klar, weil es gibt nur einmal die Farbe Rot und zweimal Grün. Aber dann dreimal Weiß? Obwohl das auch nur zweimal da ist? Und siebenmal Blau vor allem. Also ich weiß echt nicht. Also manche Rätsel verstehe ich echt nicht. Vom Prinzip eigentlich ein gutes Rätsel, aber ich verstehe die Umsetzung dahinter nicht. Ach du Scheiße! Nein, hier ist keiner. Das sind meine Freunde gewesen, kann das sein? Und sie wollen mich zu einem von ihren machen? Oh Gott. Gottes Willen. Bärenbro. Ach, Takuro. Du bist auch noch da. Takuro. Du bist okay. Ja. But I twisted my ankle. Ich habe irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich da irgendwo verletzt oder so. Ich warte hier eine Weile. Okay. Ich habe das vor einiger Zeit gefunden. Nimm es mit dir. Ich fand das Item weniger. Okay. Warte hier eine Weile. Ja, gut, dann mach das mal, ne? Kein Problem. Vinegar. Some cooking vinegar? Soaks a red key in... Ja klar, warum nicht, ne? Ah, der Rost fiel ab vom Schlüssel und dann habe ich jetzt den Iron Gate Key. Okay. Wird wohl wieder eine Tür öffnen, ne? Ich nehme an, die hier. Nicht? Welche Tür waren denn noch, die man öffnen konnte? Ne, hier waren wir doch. Das Licht eingeschaltet. Hä? Oder ist das etwa... Sag bloß, das ist der Schlüssel, womit wir dann fliehen können aus dem Anwesen. Ja, das wäre ja was.
Das wäre ja wirklich was. Den Iron Gate Key. Welche Tür haben wir denn noch nicht geöffnet? Hier haben wir soweit alles, meine ich. Ja, hier sowieso. Ja, und dann geht's hier nur da unten. Da haben wir auch. Ja, das ist nur der Raum. Der andere Raum ist der, wo er sich aufgehangen hat. Nee, keine Ahnung. Was soll ich da noch machen? Iron Basement Key. Och, warum kommst du denn jetzt? Halt die Klappe. Ich verstehe nicht, warum man das hier nicht öffnen kann. Sonst gibt es doch überhaupt keine Türen mehr. Was soll denn das? Naja, Hauptsache, die geht zwar gut, ne? Da war doch auch nichts, ne? Da war doch keine Tür, ne? Bin mal wieder maximal verwirrt. Da muss ich jetzt tatsächlich nochmal in die Lösung gucken, wie man so weiterkommt. Und tatsächlich muss man die Badewanne verschieben. Allerdings, naja, kann man die im Prinzip nur von da richtig verschieben. Ne? Da muss man auch erstmal drauf kommen. Naja, da wäre ich so auf jeden Fall jetzt nicht drauf gekommen, mal wieder. Zumindest können wir den Schlüssel dann hier benutzen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Knopf. Obwohl, ach komm, warum nicht, ne? Nee. Moment, ich glaube, ich muss direkt nochmal die Lösung gucken. Davor nicht verstanden. Ja, mit den Farben und den Markierungen da, das passt ja irgendwie gar nicht mit den Zahlen. Und warum man jetzt das so in dieser Reihenfolge genau drücken muss, habe ich auch absolut keine Ahnung. Diese Rätsel sind so undurchsichtig hier. Also nicht alle, aber einige. Manche Rätsel sind okay, dann denke ich mir, ja, okay, da kann man drauf kommen. Und was war jetzt mit dem Metallstick eigentlich schon wieder? Zeigst du mir da? Nein. Ich weiß jetzt auch wieder nicht, wie ich weiterkommen soll. Ich weiß, ich habe jetzt diesen Stick. Jetzt mal schon. Die haben auch irgendwie nichts gefunden an Hinweisen oder so. Die haben ja eigentlich soweit alles gesagt.
zahlen. Das passt, das stimmt auch nicht. Vor allem, wie kommt man auf, bei Blau auf die Nummer 7? Das ist doch auch nur zweimal da. Da sind auch nur zwei Klänkser. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe so vieles nicht hier. Ja, ne? Aber keine Ahnung, was ich jetzt erstmal weitermachen kann. Ich speichere nochmal. Und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt kommt der nächste Clou. Wie kommt man auf sowas? Wie soll man darauf kommen, dass das unter der Decke was liegt? Die Disco von ja toll, aber was jetzt? Mann, das ist doch total bescheuert. Das war ernst, tut mir leid, aber. Als ob man da jede Teppichecke da untersucht und. Das jetzt ruinieren, ja dann mach halt. Wie auch immer man darauf jetzt wieder kommt. Ja, okay, da weiß ich dann, wo man den einsetzen muss. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft. Vor allem das mit dem Teppich, mit der Teppich. Wie kommt man denn bitte darauf, dass da drunter was sein soll? Und Vase. Warum sind die Wände hier in der Höhle so perfekt, denke ich? Sieht aus, als ob wir hier raus können. Was soll ich denn mit Taco gut hier hinbringen? Nein, du gehst jetzt da raus, alleine. Oh ne, komm, das ist auf einmal so sozial. Und deine anderen Kollegen hast du dich auch nicht geschert. Da hast du einfach nichts zu gesagt. Sie hingen tot von der Decke und du hast einfach nichts dazu gesagt. Situationsloses Stück Scheiße. Tut mir leid. Bist du sicher, Bärenbro? Takumo joint the party. Warum läuft der da nicht hinter mir? Na egal. Muss es ja jetzt nicht sein.